Die letzten drei Rhythmusspiele stehen ein bei Let's Play Rhythm Paradise Megamix. Die Klopfsarbeiter 2 sind das vorvorletzte Minispiel, mit dem wir es zu tun haben werden. Hast du dich an deine Arbeit gewöhnt? So gut wie der Vorbeiter bist du aber noch lange nicht, oder? Es liegt nun an uns, das Gegenteil zu beweisen. Los geht's! Diesmal mit asiatischem Ambiente. Sehr schön. Das war fies. Oh man, Pleitenpech und Panny mit Nagen bei Rhythm Paradise Megamix. Das lief ja mal gar nicht geschmiert. Grundsolide Arbeit und die schweren Sachen hast du gut gemeistert. Anscheinend ja nicht. Oh! Superb! Mit Medaille, auch wenn ich sie gar nicht verdient habe, aber ich bekomme trotzdem eine Edge-Badge. Auf dem Mond sind Tee und Kekse viel, viel leckerer. Warum auch immer die Hasen aus WarioWare jetzt damit gemischt haben, aber egal. Jetzt kommt der Karateka-Papa. Oder Karatekas-Papa. Okay. Darauf habe ich mich gefreut, das ist quasi eine Zusammenfassung aller Karateka-Versionen, die es über die Laufe der Jahre gab. Was meinst du, wo er Karate kurz sein Talent hat? Schau dir das an, dann siehst du, was dahinter steckt. Selbst die großen Meister müssen mal trainieren. Zunächst üben wir den Mehrfachschlag. Beeindruckend. Als nächstes gibt es eine Trittübung. Halte bei Punch Kick drücke und halte A auf Punch. Lass A auf Kick los, um einen Tritt zu landen. So zerbrichst du das Fass und trittst die Bombe weg. Niemand sagte mir, ich müsse mit Sprengstoff arbeiten. Beweise zum Können, zum Schluss dein Combo können. Drücke und halte erst B. So startest du eine Combo. Lass es an B im richtigen Moment los. So landest du eine Combo und beendest. Ich lese mal die Worte falsch vor, meine Güte. So landest du einen Haken und beendest die Combo. So ist es richtig. Mache zuerst ein paar feine Übungen. Freie Übungen. Ich sollte heute echt nicht mehr lesen. Das ist der letzte Part und ich verlese alles, was man verlesen kann. Thank you.
Okay, ich denke, das haben wir jetzt verinnerlicht. Also gut, versuchen wir es mit Flugobjekten. Achte auf den Rhythmus von Punch. Von Punchy Pau Kapau. Okay. Bei mir ist es natürlich wieder auf Japanisch. Ups, ich habe A gedrückt, verdammt. Und dann SB. Verdammt! Ich bin raus! Und jetzt bin ich wieder drin. Ein echtes Karate-Feuerwerk. Und jetzt wird's ernst. Das wird es. Aber es wird auch sehr schön. Oh yeah, das hat gerockt. Ich mag dieses Minispiel und den Song sehr gerne. Deswegen habe ich mich ein bisschen darauf gefreut. Unglaubliche Schläge und keiner kickt wie du. 92 Punkte, eine Bestleistung. Naja, ist ja auch die einzige Bestleistung bisher. Von daher ist es natürlich die Bestleistung. 7 Münzen gibt es auch dazu. Du bist der größte Vater. Der Vater hat es halt drauf, ne? So, finaler Remix. Jetzt wird's ernst. Jetzt kommt nochmal alles auf einen zu. Okay, nicht alles. Dieser Remix beinhaltet, glaube ich, nicht alle Rhythmusspiele, die wir bisher gespielt haben, aber einen Großteil davon. Ein wilder Mix aus einer Menge Spielen und der finale Test deiner Rhythmuskompetenz. Oh Mann, meine Hände sind leicht schwitzig, aber das wollte jetzt keiner so genau wissen. Wir legen direkt los. Keine großen Vorworte. Fipsis Mama, wir werden dich jetzt retten.
Verdammt, am letzten Schluss nicht den Stern gekriegt. Und auch so habe ich genug Fehler gemacht. Ich war teilweise irgendwie voll abgelenkt. Keine Ahnung warum, aber es ist passiert. Große Rundenlangbeherrschung. Und du hast den Beat gut gehalten. Na, reicht's noch für ein Superb? Ja, natürlich. Das letzte Superb. Wir haben es geschafft. Gerade soeben. Ich bin so stolz darauf, was du geschafft hast. Dankeschön. So, Fipsis Mutter, wird Zeit, dass du wieder normal wirst. Sie hat immer noch diesen unheimlichen Blick drauf. Mama, ich bin's. Ich bin's, Fipsi. Was ist denn mit dir los? Hey, Mama. Also gut, du willst nicht reden? Nicht mal mit mir? Wenn du nicht redest, dann hör mir eben zu, Mama. Auf dem Weg hierher habe ich echt viel erlebt. Ich bin vielen verschiedenen Leuten begegnet. Mit ihnen konnte ich über alles Mögliche reden. Und was habe ich dabei gelernt? Dass jeder seine eigenen Sorgen hat. Und ich habe natürlich auch meine Probleme. Schon immer gehabt. Ich werde oft traurig, weine zu viel, verkrieche mich in meinem Zimmer. Wenn Leute nicht weinen und sich nicht verkriechen, haben sie keine Probleme. Das habe ich früher immer gedacht. Ganz schön naiv. Jetzt weiß ich, dass die auch nicht anders sind als ich. Jeder hat mal Probleme, aber nicht jeder die gleichen. Und jeder muss sich sein Problem irgendwann stellen. Manchmal helfen wir uns gegenseitig, Lösungen zu finden. Deshalb habe ich einen Entschluss gefasst. Ich will im Leben ganz vielen Leuten helfen. Hörst du mir zu, Mama? Ich bin stolz darauf, was ich getan habe und auf das, was ich geworden bin. Mama! Kannst du mich nicht einfach mal ansehen? Kannst du mich vielleicht ein wenig anlächeln? Und mir vielleicht sagen, gut gemacht, mein Junge? Bitte, Mama! Swoosh! Wow, das ging ein bisschen schnell auf einmal. Oh nein, Mama, bist du jetzt kaputt? Oh, hallo Fipsi, mein guter Junge. Was machst du denn hier? Was? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht, Mama. Was war denn mit dir los? Mit mir? Nichts. Wieso? Ah, jetzt verstehe ich. Das ist ja lieb, dass du dich um mich sorgst. Ich habe nur die Luft angehalten, um meinen Schluck auf loszuwerden. Ja, ist klar. Das war alles. Dein Schluck auf? Genau, es war ganz und gar nicht leicht, so lange die Luft anzuhalten. Aber zum Glück bin ich den Schluck auf jetzt los. Also, alles wieder gut. Ich fühle mich wieder viel, viel besser. Moment mal, das war alles? Deshalb hat sich also der Himmel hier verdunkelt? Und die Stimmen, die alle gehört haben? Das war dann auch nur dein Schluck auf? Und wieso habe ich mich dann so ins Zeug gelegt? Weißt du, ich glaube, ich hatte noch nie einen Schluck auf. Irgendwann ist wohl immer das erste Mal. Hahaha! Mama? Ja? Was ist denn los, mein Schatz?
Was machst du denn für ein Gesicht? Ist etwas nicht in Ordnung? Ob etwas nicht in Ordnung ist, fragst du. Ja, es könnte schon sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ach egal. Jetzt ist ja alles wieder gut. Aber sag mal, Fipsi, wer ist denn das? Hast du etwa einen neuen Freund gefunden? Und ob? Ein Freund, der mir auf dem Weg her sehr geholfen hat. Oh, wirklich? Vielen Dank, dass du meinem Sohn so sehr geholfen hast. Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde bleiben. Und zwar für wirklich lange, lange Zeit. Und so kehrte der Prinz in die Himmelswelt zurück. Was für eine fantastische Rückkehr. Und Fipsis Freunde sehen wir auch nochmal. Ende! Ja, das war's. Ende Gelände, fertig, vorbei. Danke für alles. Bis bald. Ein gutes Ende findest du doch sicher auch. Und die Story war auch nicht zu kompliziert, oder? Sie hätte ruhig ein bisschen komplizierter sein können, weil teilweise war das echt schon ein sehr niedriges Niveau. Also jetzt nicht niedriges Niveau im Sinne von Ferkelhumor oder so, aber es war sehr einfach gestrickt. Jedenfalls, schönen Dank, dass du das Spiel bis zum Schluss durchgespielt hast. Übrigens, auch wenn du es nicht glaubst, das hier ist wirklich das Ende der Story. Ich hoffe, dein Takt- und Rhythmusgefühl hat sich ein wenig verbessert. Und natürlich hoffe ich, dass du beim Spielen auch ein wenig Spaß hattest. Nun zum Schluss, schauen wir uns doch mal alle die Spiele an, die du gespielt hast. Pass gut auf dich auf! Riven Paradise Megamix, die Spiele, die Highlights, die Lowlights, alle sind sie jetzt dabei. Karateka und Rhythmoboter, zwei sehr nette Spiele. Badminton und Fallobst, finde ich auch durchaus gelungen. Auch die Rhythmusrupfung und die Chorknaben finde ich jetzt ganz gut. Der Muskelmann und die Obstkörbe sind natürlich auch ganz klasse. Das war die Hölle, der Münzwurf, das habe ich nicht so sehr gemocht. Die drei Klaköre und Cosmorocks sind auch durchaus gelungen. Die Schwebeteile finde ich jetzt eher nicht so prickelnd, aber der erste Kontakt war super. Bunny and Blues und Airboarder sind zwei absolut klasse Spiele. Baseball und Fliegenfänger, ja, auch sehr nett. Kranke Beats, ein Klassiker aus dem Game Boy Advance, hat mir sehr gefallen. Die Geisterstunde und Turbo-Tischtennis. Turbo-Tischtennis jetzt viel erträglicher dank Buttonsteuerung. Rommendrehen und Katzenklotzen, auch sehr nice. Kalligraph, eins meiner Highlights, Blaukäppchen, auch ganz nett. Vogelmarsch finde ich nicht so toll, aber Samurai XL, super. Ja, heizende Hühnchen war nicht so mein Favorit. Baseball im Weltall und Ninja Bello auch durchaus gut gelungen. Die Sumo Bros und eingelocht, ja, die Sumo Bros sind ja das Highlight schlechthin. Der Remix, Saftgrün. Sehr schönes Lied. Karateka 2 und Rhythmoroboter. Soll ich jetzt zu allen Spielen mal ein Fazit geben? Das wiederholt sich ja teilweise auch ein bisschen. Fakt ist auf jeden Fall, das Spiel ist total toll, Riven Paradise Megamix, und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Rhythmusspiele in irgendeiner Form mögt. Allgemein verglichen mit anderen Rhythmusspielen ist Riven Paradise natürlich eher nicht so schwierig, aber das ist manchmal eine willkommene Abwechslung, sowas. Schlafen die da unten alle ein? Leute, ihr könnt ja nicht beim Abspann einschlafen! Das ist wichtig, ihr müsst wach bleiben! Aber wieder Turbo Tischtennis 2. Gerade Turbo Tischtennis 2 ist jetzt mit Buttonsteuerung so viel schöner als mit Touchscreen-Steuerung. Auf dem DS konnte ich das Spiel überhaupt nicht. Aber jetzt, ich habe ein paar Fehler gemacht, ja, aber es hat durchaus gut geklappt. Natürlich habe ich die meisten Spiele bisher nur einmal gespielt, weil das ja für das Let's Play war. Es gibt natürlich noch einige Minispiele, die man freispielen kann. So ungefähr 10 bis 15 Stück, ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Auf jeden Fall kann man da noch einiges rausholen aus dem Spiel. Dafür muss ich aber Rhythmuskugeln sammeln, die werde ich dann offscreen, also für mich privat einsammeln. Und dann in ein paar Wochen irgendwann werde ich dann zu Riven Paradise Megamix zurückkehren und diese Spiele zeigen.
Jetzt nicht sofort, ich werde erstmal jetzt andere Sachen aufnehmen. Aber ich werde auf jeden Fall zum Rhythm Paradise Megamix zurückkehren. Oh, Frogrock, geh bloß weg. Ich hasse dich, ey. Mein Daumen schmerzt immer noch. Ich kann ihn immer noch kaum bewegen. Oh, meine Güte. Karatekas Papa, vielleicht eines der besten Spiele hier drauf. Es ist so schön schnell, das macht Spaß. Ah, und hier haben wir die Minispiele, die wir noch nicht freigespielt haben. Dass ihr mal so einen kurzen Einblick bekommt, was da noch auf uns zukommen kann. Da ist gerade aus der Wii-Version sehr viel dabei. Aber wie gesagt, das muss erstmal noch freigespielt werden. Vor allem Bossa Volley ist super. Da werden wir noch zu kommen. Immer weiter, Feuerleiter, gespielt, 103 Mal. Heißt das, wir haben jetzt 103 Minispiele gespielt oder wir haben das Spiel 103 Mal angemacht? Ich glaube nicht, dass ich das Spiel schon 103 Mal angemacht habe, also werden wir wahrscheinlich 103 Minispiele gespielt haben. Jo, und das war jetzt also Rhythm Paradise Megamix, ein wunderbares Spiel, wie ich finde. Mein Rhythmus liegt bei 75. Und Fipsis Mutter geht's wieder gut, der Turm ist goldfarben und alles ist wunderbar, alles, als ob nie was gewesen wäre. Kurz mal nach uns Café geschaut, der Barista will uns noch was sagen. Ein paar abschließende Worte. Hallo! Hey, ich muss dir ganz unbedingt was erzählen. Du weißt ja schon, dass du den Epilog von Spielen im Museum ansehen kannst. Jetzt kannst du dir auch ein paar coole Diashows anschauen. Drück einfach unten auf dem Epilog auf Wiedergabe, um die Diashow zu starten. So kannst du dir immer in Ruhe ansehen, was du bis jetzt geschafft hast. Also, man sieht sich! Yep, man sieht sich. Das sind wirklich abschließende Worte. Zum Schluss werde ich nochmal die Rüben ernten, weil ich die später brauche. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Dabeisein, Leute. Das war jetzt das Haupt-Let's Play von Rhythm Paradise, also die Hauptfolgen. Es wird noch ein paar Bonusfolgen geben, wo ich dann hier beim Geschäft die anderen Minispiele kaufen werde. Ich habe jetzt bisher 18 Rhythmuskugeln. Kann da schon mal ein bisschen was davon kaufen und dann schon mal für mich spielen. Und dann sehen wir uns, ja, in nicht allzu ferner Zeit wieder. Also ich bedanke mich fürs Dabeisein. Hinterlasst doch nochmal einen Kommentar zu dem Let's Play, was eure Meinung dazu ist. Ich würde mich sehr dazu freuen. Also dann, wir sehen uns, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!